Servus Leute, ja, man sieht schon hier. Ich glaube, ich sollte das mal minimieren. Sweet Amoris, eventuell wird das Video ganz kurz, schauen wir mal. Ja, Sweet Amoris Schulleben, herzlich willkommen bei Sweet Amoris Schulleben. Also das normale Sweet Amoris. Komm nach Sweet Amoris und lerne dort neue Freunde kennen. Ein paar deiner Klassenkameraden scheinen ganz besonders interessant zu sein. Ob es dir wohl gelingt, ihr Herz zu erobern, klicke auf den Bus in der Schule und jederzeit zwischen Season 1 und Season 2 wechseln. Das werde ich allerdings lassen, weil Season 1 und Season 2, Season 1 ist das normale Sweet Amoris, was ich eben Let's Playe, und Season 2 ist das Campusleben, was ich auch noch Let's Playen werde. Das wird wahrscheinlich aber erst nach Episode 40 kommen, also wenn ich Sweet Amoris beendet habe. Man sieht hier, oh ja, ich bin hier gerade am Rendern von hier Project Zero. Ich habe hier noch ein paar Outlast-Folgen. Also hier vom DLC habe ich noch ein paar Outlast-Folgen. Jetzt gerade habe ich die sechste Folge gerendert vom DLC. Ansonsten habe ich hier bis Part 21, das heißt 6, 7, 8, 9, 10, 11 Folgen vom Outlast DLC, 21 vom normalen Let's Play und von Sweet Amoris sage ich schon, von Project Zero, genau, bin ich jetzt bei Folge 44, das ich gerendert habe, 45 rendert gerade, 46, 47, 48, 49. Um mal das zu sagen. Aber ich bin noch nicht durch mit Project Zero. Mit Outlast bin ich schon komplett durch, aber mit Project Zero nicht. Ich sollte mal gucken, wie viel haben die beiden überhaupt gemeinsam. Ich weiß, es ist ziemlich viel. Wow, 160 Gigabyte. Und man muss bedenken, das ist nicht mal noch komplett, weil dann das alles muss ich noch rendern. Also die beiden rendere ich gerade. Das ist nämlich das hier. Also wundert euch nicht, wenn da gleich was aufploppt. So, schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder blöde Werbung. Ja, war klar. Weg da. Okay. Bravo! Dank deines heutigen Logins hältst du 20 HP, ist geil. Nicht nur 10 oder so. Und 5 HPs habe ich. Ja. Danke vielmals. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich sollte das einmal minimieren. Also, das ist nur ein erster Überblick. Abofenia, mein Profil und so weiter. Die UNE öffnet heute ihre Pforten. Ich würde ja lieber gerne eine Show oder so machen, aber. Ne. Warte, wie viel habe ich? 840 APs? Habe ich echt zu viel? Wow. Wie zum Kuckuck komme ich auf so viel? So viel hatte ich gar nicht. Aber gut, das steht auch das Maximale, was man haben kann, also 1000. Und hier 1000, ich habe nur 141. Das heißt, wenn das so weitergeht, muss ich echt mal. Sweet Amoris wieder aufnehmen. Campusleben. Ich guck mal. Aber Link in einen neuen Tab kann ich nicht öffnen. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ach so ist. Ah! Ja, geil. Danke, dass du mir das auch noch zeigst. Herzlich willkommen bei Sweet Amoris Campusleben. Herzlich willkommen bei Sweet Amoris Campusleben. Die Zeit auf der Schulbank liegt bereits eine Weile hinter dir und du kehrst in die Stadt zurück, in der du einen Großteil deiner Gymnasialzeit verbracht hast. Triff alte Freunde wieder und bereite dich emotional schon mal auf neue Bekanntschaften vor, die dein Herz ganz schön aus dem Rhythmus bringen könnten. Klicke auf den Bus in die Stadt inzwischen, bla 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 bla. Kennt man das? Also ich kann hier jederzeit, hui! Ja, danke. Ja, geil, dass du mir das jetzt auch wieder anzeigst. Ja, was machst du da im Hintergrund gerade? Hoffentlich keine blöde Werbung, sonst muss ich jetzt rausschneiden. Hau ab. Warte! Ja, toll! Vielleicht schneide ich meine E-Mail jetzt raus, die muss keiner sehen. So, wieder da. Meine E-Mail werde ich dann rausschneiden. Ja, das sehe ich jetzt so aus. Toll, danke. Kann ich mich nicht irgendwie. Hallo, ich will mich. Ja, danke. Tschüss. Ich will das Campusleben jetzt nicht. Hallo? Lag. Nee, nicht lag. Oh, du musst ich erstmal kurz Eldaria öffnen. Ja, danke, dass du mir das auch andrehst. Blöd, dass ich das nicht weitermachen kann, wegen dieser ganzen. Oh, ich schicke dir Werbung. Blödsinn. Ja, Uni beginnen. Heißt das, ich muss mich jetzt ankleiden, damit ich fortfahren kann? Frisur, kann ich da nicht meinen geilen Pferdeschwanz wieder? Das wäre einiges geiler. Hallo, Pferdeschwanz. Gibt's da nix? Ja, das ist doch doof. Ja, gut, dann mach mal fortfahren.
Ach. Ja, toll, schwebende Unterwäsche. Was ist denn hier los? Ja, nackt, danke. Ich will das nicht sehen. Noch nicht zumindest. Hau ab. Nicht mehr anzeigen, jetzt reicht's. Ich will zurück in die Schule. Danke. Oh ja, danke. Tschüss. Brauche ich nicht mehr. Oh, geil. Das gefällt mir auch schon viel besser hier. Also, die haben das hier alles verändert, wie man schon sieht, aber die haben das irgendwie komisch gemacht. Also, bis jetzt noch komisch. Ich weiß, dass das alles noch bearbeitet werden muss, aber Moment, eine Woche ist doch noch gar nicht um. 6. Juni. Soll ich mich jetzt wieder umkleiden? Ich weiß nicht. Okay, da ist die Uni, wenn ich das nehme. Das gefällt mir. Ansonsten in die Uni gehen. Ja, das hier weiterspielen. Im Normalfall. Also ich war gerade hier dabei, das zu gucken von Spilo, denn das Mega Man Marathon Race, das ist einfach so hammergeil. Es ist richtig gut. Aber naja, ich soll ja nicht Werbung machen für andere. Doch, ich soll Werbung machen für andere. Was ist denn das jetzt schon wieder? Hau ab. Keine Ahnung, was das soll. Warum ist meine Figur vor allem so klein? Egal, da ich hier sehe, dass ich gerade tonnenweise APs habe, werde ich in nächster Zeit wieder Modus weitermachen. Also komme ich wieder zurück auf die Startseite. Ja gut, haben wir uns ein bisschen umgeguckt. Die Uni wird auf jeden Fall auch kommen, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Weil ihr wisst ja, Leute, dass ich gern Reihen Let's Play, also sprich, wenn es von einem Spiel eine Reihe gibt, also mindestens zwei Teile, dann mache ich beide. Um mich eben davon zu überzeugen. Und das hier wird auch noch kommen. Ihr könnt mir ja schreiben, so, Wolf, bitte mach es sofort. Oder, ja, Wolf, mach erst das normale Sidamoris zu Ende. Die Frage ist nur, teile ich mir diese APs für beides, für Campusleben und für Sidamoris? Wenn ja, dann werde ich zuerst bis Episode 40 machen. Ja gut, haben wir schon mal den ersten Einblick da gehabt in Campusleben und Schulleben. Thumbnail muss ich mir noch irgendwie ans Haus denken. Schauen wir mal. Naja, egal. Sonst lache ich ja alles voll. Das war schon nur so mal kurz ein Einblick. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Ihr könnt mir ja eure Meinung sozusagen. Was ist das? So Sternzeichen des Tages Schütze. Und was soll das? Was ist das? Na, die Minispiele. Hau ab da, das will ich nicht. Keine Ahnung, was das soll. Verschwinde! Liegt das vielleicht daran, dass das so langsam ist, weil ich gerade render? Das könnte durchaus sein. Ach, weißt du was? Dann lade ihn nicht. Dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Ja, danke. Tschüss. Weg da. Ja, schreibt mir eure Meinung. Wahrscheinlich werde ich das mal alles wieder mal zu Ende machen und danach das Campusleben beginnen. Ja, soviel zu diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!